Ich bin Nicole Heidemann, Schwimmerin des TV Merck. In diesem Jahr war auf alle Fälle eins der großen Highlights die Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften und die Qualifikation fürs A-Finale. Bevor ich an den Start gehe, klar, normales Aufwärmen und alles, aber jedes Mal, bevor das Startsignal kommt, rubbel ich einmal noch über den Startblock und dann geht's los. Ja, da gibt es sicherlich viel zu erzählen. Was halt immer nicht so cool ist, wenn man vorm Start steht. Und das eine Mal konnte ich merken, als ich mich vorgebeugt habe, dass halt der Anzug gerissen war. Das ist halt, ja. Ich bin ja eher der Sprinter, also auf den 50 Metern unterwegs. Und für mich ist kurzes, hartes Training immer das Beste. Und beim Krafttraining schön Kraft und nicht so viel Grundlagenausdauer. Ja, also kurzfristig habe ich noch ein Ziel, dass ich bei den deutschen Altersklassenrekord über 100 Meter Schmetterling verbessern möchte. Ich halte im Moment über diverse Bruststrecken die Rekorde und über 15 200 Schmetterling, also fehlt nur noch der 100 Schmetterling auf der Kurzbahn. Ja, da ist viel Organisationstalent gefragt, auch viel Improvisieren. Jetzt diesen Samstag stand ich morgens um 9 vom Hallenbad und Öffnungszeiten haben sich geändert. Hallenbad ist erst um 10 Uhr auf. Ja, dann hatte ich zum Glück noch meine zweite Sporttasche im Auto und dann ging es noch schnell ins Freilauf zum Krafttraining. Also ich bewundere vor allem die älteren Sportler, die bei den Masters noch an den Start gehen, die mit 70, 80 Jahren noch immer den Wettkampf auf sich nehmen. Die reisen, auch teilweise reisen nach Japan zu den Weltmeisterschaften. Also das ist schon inspirierend, wie man im hohen Alter halt auch immer noch diese Leistungsbereitschaft hat. Also ich glaube, mega interessant ist zum Beispiel Klippenspringen, wo die von den Plattformen ins offene Wasser springen. Also das wäre vielleicht mal was. Mein größten Fan-Moment. Also ganz besonders war es im letzten Jahr, als ich bei den deutschen Meisterschaften war und 6 Nachwuchsschwimmer aus meinem Team halt da waren und mich dann an meinem Geburtstag im Finale gefeiert haben und ich da dann noch die Bronzemedaille gewinnen durfte. Nahrungsmittel auf alle Fälle Quark, ganz wichtig in meinem Tagesablauf. Ganz viele tolle Projekte, Förderungen und die Möglichkeit, einfach auch noch mal über den Tellerrand hinauszugucken.